Und da sind wir wieder zu einer neuen Runde Deutsche Städte von oben erraten. Heute werden wir es ein bisschen anders machen als sonst, denn die letzten Male, ihr werdet es gemerkt haben, haben wir schon ein paar Doppelungen mit dabei gehabt. Das heißt, heute werden wir uns nur drei Städte angucken. Dafür sind diese drei Städte auch alles neue Städte, die wir bisher noch nicht hatten. Ich werde euch Challenge-Links zu den Spielen, die ich mache, dennoch in die Videobeschreibung packen, dass ihr trotzdem mitspielen könnt. Ich würde sagen, wir starten einfach rein mit Stadt Nummer 1. Wenn Stadt Nummer 1 eine ist, die wir schon hatten, dann gibt es jetzt einen kleinen Schnitt. Let's go! Ja, tatsächlich, Stadt 1 und Stadt 2 hatten wir beide schon. Insofern, ja, starten wir heute einfach mal mit Stadt Nummer 3 und das ist das hier. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Das heißt, die Runde werden wir jetzt auf jeden Fall auch spielen. Wir zoomen mal dahin, wo der Pin ist. Ist da irgendwas Interessantes? Das ist tatsächlich was Interessantes. Was zum Geier ist das denn? Vielleicht ein Messegelände oder sowas? Viele Parkplätze, Messegelände oder eventuell ein riesiges Einkaufszentrum. Wo gibt es denn riesige Einkaufszentren? Wahrscheinlich überall. Ich tippe mal, das ist der Westen. Das könnte der Rhein-Herne-Kanal sein. Der fließt ja nämlich auch von Westen nach Osten. Beziehungsweise ein Kanal fließt ja im Grunde nicht. Aber you know what I mean. Wir haben hier rechts ein Stadion. Ein kleines Stadion eher. Mein erster Eindruck ist irgendwie Richtung Essen vielleicht. Es sieht hier, hier haben wir auch sowas wie, ja, keine Ahnung, hier wurde wohl mal was abgebaut oder hier ist eine Halde für irgendwas. Sehr viele Autobahnen, extrem dicht bebaut, das ist hundertprozentig der Westen Deutschlands. Und ich gehe jetzt einfach mal rein und ich kann mir Essen vorstellen, ne? Ich kann mir Essen sehr gut vorstellen, denn ich habe Hunger. Essen ist es aber tatsächlich eher nicht. Es ist tatsächlich eher nicht Essen, vielleicht dann doch eher Oberhausen eventuell. Oberhausen eventuell, dann müsste das hier der Gasometer sein. Und ich glaube, das ist der Gasometer. Oder das Gasometer, ich glaube, es ist der Gasometer. Ja, aber erste Runde Oberhausen, sehr nice. Sehr nice, das heißt, warte mal, ich gehe mal rein. Was ist das für ein Ding hier? Es ist ein Einkaufszentrum, wa? Das ist ein Einkaufszentrum. Das ist das Westfield-Zentrum. Okay, das Westfield-Zentrum. Ja, wir sind nämlich genau im Westfield-Zentrum, 8 Meter entfernt. Wunderbar, erste Stadt, haben wir damit abgehakt. Let's go, nächste Runde. Was haben wir hier? Das ist Leipzig. Haben wir schon gehabt. Next. Okay, und diese Stadt? Haben wir schon gehabt. Das ist Hamburg. Next. Alright, was haben wir hier? Ist das eine neue Stadt, die wir noch nicht hatten? Ich glaube tatsächlich, das ist eine neue Stadt, wenn ich mir das so angucke. Ich sehe schon hier unten links ein Stadion. Ich denke, da werden wir gleich mal zuerst drauf zoomen. Gucken uns aber zuerst mal die Stadt an sich an. Okay. Irgendwas Interessantes? Ich glaube erstmal nicht. Haben wir einen Fluss? Kein Fluss, ne? Nee, Fluss sehe ich nicht, aber viele Autobahnen wieder. Also ich würde wieder tippen Richtung Westdeutschland. Halt wegen der vielen Autobahnen. Eine von Norden nach Süden, eine von Westen nach Osten. Hier ist noch eine Autobahn, dann haben wir... Nee, mehr auch nicht. Wir schauen uns mal das Stadion an. Könnte Gladbach sein eventuell, oder? Könnte das Gladbach sein? Ich glaube, das könnte Gladbach sein. Ich denke auch hier diese Rauten und sowas, das ist ja alles im... Gladbach-Style, also Mönchengladbach. Wir zoomen mal rein nach Mönchengladbach und gucken, ob das passen könnte. Da, Mönchengladbach. Gucken uns mal die Stadt an. Ja, das passt. Hier haben wir diese Gleise, die wir erkennen können. Wunderbar. Ich glaube, wenn wir in die Mitte des Schriftzuges klicken, dann dürfte es passen. Weil ich muss noch einmal ganz kurz verifizieren, ob das... Das müsste hier... Ja. Ja, da ist der Borussia-Park. Wir sind hier mitten in der Mitte irgendwo. Ja, und wir sind ziemlich genau hier am alten Markt, würde ich mal sagen. Ich drücke mal da auf Guess. 20 Meter entfernt. Dafür gibt es die 5000 Punkte. Das war Stadt Nummer 2. Let's go. Dritte Stadt. Okay. Oha. Wieder hochinteressant. Wieder Westdeutschland. Hundertprozentig Westdeutschland. Einfach wieder aufgrund der extrem dichten Bebauung. Könnte aber schwierig werden. Wir haben hier Fußball. Eine Menge Fußballplätze. Und auch ein Stadion. Bochum? Vielleicht Bochum. Auf den ersten Blick sieht das für mich irgendwie nach der Kastropper Straße aus, aber wir schauen erstmal noch einen Moment weiter, bevor ich da reinzoome. Und wenn das jetzt Bochum ist, dann war das sehr schnell, dann machen wir noch eine vierte Stadt dazu, sonst ist das Video sehr kurz. Ich
wisst ihr was? Ich guck nicht lange. Ich schau direkt mal nach Bochum rein und da ist Bochum. Da ist Bochum. Dann ist hier die Kastropper Straße. Ich versuch's mal anhand des Stadions abzugleichen. Kommt das hin? Kommt das hin? Es kommt halt tatsächlich hin und damit, ich glaube, so schnell habe ich die Städte in einem Video noch nie gefunden. Es ist tatsächlich einfach Bochum. Ich klicke jetzt erstmal hier mitten in die Mitte des Stadtnamens. Ja, wir werden ziemlich genau da sein in Bochum. Let's go. Damit haben wir auch Stadt Nummer 3 hingekriegt. Es läuft heute wie am Schnürchen, ne? Es läuft wirklich wie am Schnürchen. Komm, wir machen noch eine vierte Stadt mit dazu. Tja, und die letzte Stadt dieses zweiten Spiels hatten wir tatsächlich noch nicht, aber mir ist währenddessen leider die Aufnahmen abgebrochen. Und ich habe es nicht geschafft, Trier zu finden. Ja, aber ich habe es auch nicht geschafft, die Aufnahme zu überwachen. Insofern muss ich jetzt nochmal ein Spiel starten. Und wir machen die letzte Stadt natürlich trotzdem. Alles klar, letzte Stadt für heute. Ich hoffe, dass wir die bisher noch nicht hatten. Und ich glaube tatsächlich, dass dem so ist. Ich meine, diese Stadt hatten wir bisher noch nicht. Insofern schauen wir uns das mal an. Ihr seht, das ist schon wieder Runde 5 von 5. Das heißt, wir hatten gerade eben schon wieder 4 Städte, die alle doppelt waren. Ja, also gut, dass wir das Format heute geändert haben. Wo sind wir hier? Wir haben einen sehr, sehr, sehr kleinen Fluss, der hier durchfließt. Leider scheint die Satellitenbildqualität nicht so gut zu sein. Aber dennoch, guck mal hier, ein ganz, ganz, ganz kleiner Fluss, der hier durchfließt durch dieses Örtchen. Was tatsächlich auch nur ein Örtchen ist. Also viel mehr ist das hier nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Stadion sehe. Würde mich auch überraschen. Hier haben wir zumindest mal ein paar Fußballplätze. Aber ein Stadion ist das sicher nicht. Also von der Region Deutschlands würde ich mich wieder mit Südwestdeutschland wohlfühlen. Irgendwie so die Ecke, da haben wir auch nochmal ein paar Fußballplätze. Aber auch nicht wirklich was Größeres. Ja, Südwestdeutschland vielleicht irgendwie wieder Nähe, Nähe Stuttgart, sage ich immer, wenn ich die Ecke meine. Ich glaube auch wieder, dass wir da so ungefähr sind. Auch hier haben wir nochmal ein paar kleine Bolzplätze. Eine Autobahn, die einmal von Westen nach Osten durchgeht und dann Richtung Süden abbiegt. Daran kann man es vielleicht dann erkennen. Mehr sehe ich jetzt hier aber erstmal nicht. Also kleiner Fluss und eine Autobahn. Das sind so die Merkmale, an denen ich das jetzt erstmal festmachen würde. Und ich glaube, ich gehe auch direkt rein in die Map, denn viel genauer werde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht machen können. So Pforzheim könnte sein. Ja! Es ist Pforzheim, guck mal hier. Also wenn es das jetzt nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Aber hier geht die Autobahn, das ist nämlich die A8. Die geht hier lang und biegt Richtung Süden ab. Hier haben wir einen ganz kleinen Fluss, das ist die Enz. Und wir sind dann ziemlich genau irgendwie da so. Warte mal. Ja, wir müssten irgendwie ziemlich genau da sein. Ich drücke jetzt auf Guess. 1 Meter. Es ist 1 Meter. Wunderbar. Ja, das war doch heute mal eine sehr zufriedenstellende Runde, bis auf Trier, aber das habt ihr nicht gesehen. Falls ihr mehr Bock auf deutsche Städte von oben habt, dann klickt einmal da. Und falls ihr sehen wollt, wie ich in 10 Sekunden Orte auf der ganzen Welt errate, dann klickt einmal hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.